Aurum. Dein Impuls am Sonntag. Wüste, Satan, Versuchung. Drei Worte, Bilder aus dem Evangelium des heutigen Sonntags, die so scheinbar nichts mit meiner Wirklichkeit, mit dem Leben heute zu tun haben. Oder vielleicht doch. Das Bild der Wüste. Ferne, fremde Länder. Aber schaut man sich die Wirklichkeit von Wüste an. Sie ist unwirklich. Sie ist lebensfeindlich. Tagsüber brennt die Sonne. Man hat Durst. Man sieht immer nur den gleichen Sand, die gleichen Steine, Eintönigkeit, Langeweile. Die Hitze brennt, die Sonne knallt. Und nachts ist es eiskalt. Das Gegenteil. Gibt es nicht so etwas immer wieder einmal in meinem Leben, die Wüste? Leere, öde, wo ich mich frage, wo ist der Sinn meines Lebens, den ich vielleicht gefunden habe? Er ist mir aber wieder durch die Finger gerieselt, ich kann ihn nicht festhalten. Und es ist eiskalt, weil ich mich frage, wozu, wohin, was ist der Sinn in meinem Leben? Satan, das Teuflische, das Dämonische im Leben, ein Begriff so fern, so fremd und doch vielleicht so nah. Denn lasse ich mich auf mich selbst ein, schaue ich in mein tiefstes Inneres, ist da nicht immer wieder auch etwas Dämonisches, etwas Teuflisches, etwas, wo ich nicht hinschauen will, das ich an mir nicht liebe, nicht mag, nicht leiden kann und wegsehe, die Schwächen, die Fehler, mehr noch vielleicht auch das, was mir an mir überhaupt nicht passt, nicht zu meinem Selbstbild. Und ich schaue weg. Und Versuchungen gehen genau in die gleiche Richtung. Ich werde versucht, das heißt, etwas versucht, mich vom Leben abzuhalten, von der Fülle des Lebens. Manche Gedanken, manche Fixierungen, fast dämonisch, halten mich fest, wenn ich dieses oder jenes haben will, wenn ich vor lauter Genießen dieses Genießen einer Sucht gehen lasse, wenn ich mich gefangen lasse von Gedanken, aus denen ich so nicht mehr hinauskomme. Die Fastenzeit liegt vor uns. Eine Zeit vielleicht der Wüste, wo es manchmal heiß wird, nachts kalt. Eine Zeit vielleicht der Entbehrungen, ganz bewusst. Oder aber auch eine Zeit hinzuschauen, in mich selbst hineinzuhorchen, Frieden zu schließen mit dem, was sich mir dort begegnet, wem ich dort begegne. Dem Teuflischen, den Dämonischen. Und so gemeinsam den Versuchungen widerstehen kann, die es immer wieder gibt in meinem Alltag und die mich ablenken wollen von dem Sinn und der Kraft des Lebens. Bruder Thomas, Kapuzinerkloster Münster. Aurum, dein Impuls am Sonntag.